Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. Ich befinde mich hier gerade in Island und ich mache hier gerade Urlaub und ich dachte mir, hey, es ist so wunderschön hier, wäre doch zu schade, wenn wir hier nicht mal eben schnell eine Folge lustige Witze drehen. Aber bevor es losgeht mit den Witzen, zeige ich erstmal, was wir uns hier alles angesehen haben. Ich habe mein Equipment diesmal nicht dabei, weil ich halt hier Urlaub mache. Das war mit der Folge jetzt hier immer eben spontan, deswegen nutze ich mal eben mein Handy als Mikrofon. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Und ich würde sagen, Janis, gib mir mal den ersten Witz. Deine Mutter ist so fett, wenn sie eine Arschbombe in den Atlantik macht, versinkt Island im Abgrund. Soll ich die Hose ausziehen? Man sieht's nicht, also kannst du ruhig machen. Das hebt auf jeden Fall bei euch die Stimmung. Wegen des Vulkanausbruchs in Island herrscht dort Flugverbot. Deswegen steigen viele aufs Auto um. Asche zu Asche, Stau zu Stau. Wenn ich besoffen bin, habe ich Stimmungsschwankungen. Also ich mache Stimmung und schwanke. Meine Lieblingssportarten sind Nachtragen und Vorwerfen. Wie nennt man einen Panda auf Isländisch? Bambusbjörn. Sommer ist, wenn dir nichts mehr am Arsch vorbeigeht, weil alles dran kleben bleibt. Der Nachbarsjunge ist in den Stimmbruch gekommen. Er ist nur eine Mischung aus Pumuckl und die Stimme von Bruce Willis. Ich schaue gerade Vikings. Schon krass, was man alles schaffen kann ohne Internet. Sag niemals zu einem Isländer Asche auf mein Haupt. Er könnte maßlos übertreiben. Der englische Begriff Potato ist auch ein arschgeiler Begriff, der in die Annalen der Geschichte eingehen sollte. Denk dran, jede Hand, die du geschüttelt hast, könnte schon mal Penis umschlossen haben. Trainieren hat mein Leben vollkommen verändert. Letztens ist mir eine Hantel auf den Fuß gefallen. Seitdem kann ich nicht mehr laufen. Islands letzter Wille verstreut meine Asche über Europa. Meine Frau fährt so langsam Auto, sie hat die Fliegen an der Heckscheibe. Wenn deine Freundin fragt, worauf du mal wieder Lust hast, ist deine Schwester auf jeden Fall die falsche Antwort. Filme aus dem Mittelalter sind total fake. Damals gab es noch gar keine Kameras. Das war's mit dieser Sonderausgabe von Lustige Witze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, wo ich als nächstes Urlaub machen soll und eine Folge Lustige Witze drehen soll, damit ich die Reise von den Steuern absetzen kann. Haut raus, bis nächste Woche. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.